Ja, ACTA-Demo in Mannheim natürlich. Ja, weil Stuttgart so weit weg ist. Ja. Ganz klar. Wir sind heute hier, um unsere Freiheit zu verteidigen und ACTA zu verhindern. Und in erster Linie muss ich jetzt erstmal die Ordner einweisen und dann können wir gleich auch schon loslegen. Also erstmal kurz zur Strecke. Also wir laufen von hier einfach einmal quer durch die Innenstadt nach Norden bis zum alten Messplatz. Vorne wird ein Banner hinlaufen. Das solltet ihr bitte nicht überholen. Das gibt so ein bisschen den Weg vor. Der Wagen fährt so in der Mitte mit und es wäre ganz nett, wenn niemand den Verkehr behindert, also die VRM lässt die Bahn nicht fahren und dann ist es ganz cool, wenn alle sich ganz rücksichtsvoll verhalten. Also wir sind hier auch eine friedliche Versammlung, wie ich hoffe, und ich möchte auch die ganzen Jungs und Mädels von Anonymous willkommen heißen. Wir haben den mit der Polizei, dass die Masken trotz des Vermummungsverbots erstmal okay geht und geduldet sind. Das ist auch ein geiles Symbol. Ich muss nur dazu sagen, sobald irgendwann Scheiße passiert, was auch immer das bedeutet, bitte ich euch, die dann auch abzunehmen oder wenigstens nach hinten zu drehen und so. Sonst wird die Polizei ein bisschen gut gemütlich. Okay. Also wenn es irgendwelche Probleme gibt, bitte wendet euch an Ordner. Die Ordner sollen an den Seiten des Zugs mitlaufen und bitte hier am LKW 4 Stück. Genau, ihr sollt bitte keine offenen Feuer machen. Auch wenn so ein Schnaps jetzt vielleicht irgendwie was erkennt. Und auch keine Glasflaschen. Müll bitte auch vermeiden. Was haben wir noch? Bitte, niemand darf auf diesen Lautewagen springen. Das ist auch nicht mehr gesehen. Und am Messplatz gibt es da diese runde Fläche, da sollen nicht so viele Leute rumlaufen. Die Steinplatten da sind glatt und gehen kaputt. Das sind so die wichtigen Sachen mit den Auflagen. Ja, die Ordner, die sollten unter den Seiten mit den Armen mitlaufen, sind dafür zuständig, dass eben nicht die Leute einmal links oder rechts abhören, denen mal ein bisschen auf die Finger zu gucken, aber ich denke, das kriegen wir alle gut gelöst. Und von daher viel Spaß auf der Demo und am Messplatz hat er noch die Aufgebung, da werdet ihr noch ein bisschen mehr Wagen hören. Und bis dahin sind wir laut. Oh!
Hamburg zugesagt haben, sind tatsächlich gekommen. Wir schätzen so 2000, 3000 Leute. Wir haben in Deutschland gerade in 50 Städten dasselbe. Und ja, wir werden jetzt hier noch ein paar Redner haben, aber die machen eine Rede zusammen, damit ihr nicht so frieren müsst, ne? Danke! Hi! Ja, es ist schön, dass ihr alle da seid. Und ja, ich finde es echt cool, dass ihr trotz der Kälte hier euch raustraut und ein bisschen laut seid gegen ACTA. Geil! Dass ich hier verschiedenste Parteien Farben sehe und auch noch andere Gruppen. Wir sind nämlich hier heute nicht nur als Parteien unterwegs, sondern als gemeinsame Gruppe. Und jetzt werden die von verschiedenen Parteien Leute sprechen. Also ich bin Johannes von Piraten. Ansonsten werden noch... Okay, mal gucken, ob die Jusos, das ist der Daniel, auch so viel Applaus kriegen. Dann haben wir noch den Felix von der Grünen Jugend. Ja. Und die Linksjugend ist mit Mia vertreten. Okay. Also erstmal freuen wir uns, dass ihr alle da seid. Und ja, wir sind halt heute hier, um unsere Meinung auf der Straße kurz zu tun und die schädliche Politik auf oberster Ebene zu verhindern. Ja, in Mannheim, wir sind hier nur ein Teil der Bewegung gegen ACTA. In fast 20 europäischen Ländern wird demonstriert, in Deutschland in über 50 Städten. Ich schätze, 150.000 Leute sind heute auf der Straße, um laut gegen ACTA zu sein. Und diese 150.000, die können gemeinsam ACTA stürzen. ACTA ist nämlich ein undemokratisches Abkommen und damit wollen wir nicht leben. In Lettland, Polen, die Slowakei und Tschechien wurde die Ratifizierung schon vorläufig ausgesetzt und seit gestern ist bekannt, dass auch Deutschland das tut. Das heißt aber noch nicht... Ja, das ist auf jeden Fall ein Grund zum Jubeln, aber wir müssen weiterhin wachsam sein, denn die Ideen hinter ACTA sind nicht verschwunden aus den EU-Köpfen. Schon neue Schweinereien geplant. Zum Beispiel die Enforcement-Richtlinie, die auch Internetanbieter verpflichten soll, Hilfspolizei zu sein und uns zu überwachen. Ja, es muss Schluss damit sein, dass das Internet nur als Ort des Verbrechens betrachtet wird. Das Internet ist ein Kulturraum und wir sind keine Kriminelle. Und dazu gehört eben auch, dass die finanziellen Interessen von wenigen nicht zur Überwachung oder gar zum Ausschluss von Menschen aus diesem Kulturraum führen darf. Sie alle protestieren gegen einen Vertrag, von dem niemand von uns einen Nutzen hat, von dem niemand weiß, was er genau bringen soll, von dem niemand weiß, was er genau bedeuten soll. Aber das wissen wir. ACTA wurde verhandelt ohne Parlamente, ohne Bürger. ACTA schafft Möglichkeiten, das Internet zu sperren. ACTA verschärft ein veraltetes Urheberrecht, das vor dem Internet gemacht wurde. ACTA hindert Innovation und fördert Überwachung. ACTA ist undemokratische Hinterzimmerpolitik. Wollen wir das? Nein! Wir wollen Internetanbieter und keine Drittstelle. Wir wollen einen Vertrag, der unsere Überwachung Tag und Nacht fordert. Wir wollen keinen Vertrag, der die falschen Reiche und die Armen ärmer macht. Wir wollen keinen Überwachungsstaat. Das alle Menschen der Welt zusammenbringt und kein TV on demand. Und genau deshalb darf ACTA nicht ratifiziert werden.
Schutz hat jetzt schon eine Akte für sie angelegt. Wir wollen, dass es jeder weiß. Akta ist der größte Scheiß. Wir wollen, dass es jeder weiß.